Hey und herzlich willkommen zurück auf Isla Sorna in Jurassic World Evolution. Wir haben letzte Folge Jurassic World alle 5 Dinos ausgebrütet, fertig. Und jetzt haben wir eine Sturmwarnung, die bald ankommt. Und wir sollen das jetzt hier irgendwie vorbereiten, damit dieser Sturm nicht komplett alles aus den Fugen reißt, nicht uns komplett in den Ruinen stirbt und viele, viele Opfer fordert. Entsprechend bereiten wir uns so gut es geht hier irgendwie vor. Werden an vielen Stellen noch diese Anti-Sturmschäden-Teile hinbauen. Ne? Die sorgen dafür, dass der Sturmschaden ein bisschen geringer ist. Wir merken auch gerade, wir haben nicht genug Strom im Netz. Aber erstmal gehen wir wieder auf eine Expedition. So, das ist nämlich... Ja, okay. Machen wir ruhig. Echt wichtig, dass wir jetzt hier schauen, dass alles funktioniert. Wir bauen hier auch nochmal verbesserte Leistung rein. Und ich glaube, es ist tatsächlicherweise bald Zeit. Wir haben hier kein Umspannwerk, das können wir bauen. Und keinen Weg. Dass wir ein weiteres Stromteil bauen. Weil wir bei dieser Insel, oh, sagen wir mal, viel Strom benötigen. Eigentlich kann ich doch hier anklicken. Danke sehr. So. Ja, wir haben immer noch Stromprobleme. Das heißt, wir müssen tatsächlich ein paar Sachen hier erstmal deaktivieren. Aber jetzt klappt es. Ich habe schon ein bisschen Angst vor diesem gewaltigen Sturm, der angekündigt ist. Wir müssen da auf jeden Fall Acht geben. Und zusehen, dass nicht so viele Leute sterben. Haben wir überhaupt... Wir haben einen Schutzraum hier. Wir werden mal irgendwie hier rüber verbinden, weil hier laufen... Oh, wir versuchen hier vorne noch einen Schutzraum irgendwie reinzuquetschen. Müsste ja irgendwie irgendwo gehen. Wahrscheinlich geht es hier, wenn ich hier den Weg ein bisschen, hier die Beugung ein bisschen anders mache. Strom ist hier vorne im an der Richtung. Verbinden wir mal so. Schauen gleich bei den Dinos nach, ob das von der Größe her geht, weil die ein bisschen anspruchsvoll sind. Ihr kommt klar und für euch ist es auch noch gerade so okay. Schön. Dann machen wir hier das Wasser weg und bauen dann hier einen Schutzraum. Und wir werden auf jeden Fall in dem Moment, wo der Sturm meint, da zu sein, aktivieren wir unsere Schutzräume. Ich weiß nicht... Wo ist denn hier verbaut? Also, wenn ich hier runtergehe. Ah, wenn ich so ein bisschen anders baue, klappt es. So. Ist ja egal, muss ja nicht schön aussehen. Nicht jetzt hier. So. Jetzt geht das hier wieder los, dass wir es irgendwie... Ja, wir müssen mal ganz kurz hier den Mast abbrechen. Ist nicht so schlimm, alles gut. Noch ist der Sturm nicht da. Das verbinden und dann müssen wir wieder den Mast verbinden. Denn Strommast von hier nach da, nach dort, nach hier. So, wir haben keinen Platz bei unseren Fossilien, das müssen wir ändern. Boah, wir kriegen sehr, sehr viele sehr hochwertige, das finde ich richtig cool. Sorgt nicht dafür, dass es ein bisschen schneller geht mit unseren Dinos. Wieder hier hinten und wieder hier reinzoomen und dich. Wow, es ist gleich so weit, dass der Sturm da ist. Ach je. Dieser neue Auftrag eignet sich hervorragend, um die Sicherheitsabteilung zu verbessern. Ich habe ein bisschen Angst. Wir werden hier vorne doch noch den Weg einmal kurz rüber verbinden, damit sie, wenn die hier halt rüber wollen, auch mal eben schnell rüberlaufen können in diesen Schutzraum. Und wir öffnen jetzt alle Schutzräume. Noch ist niemand ausgebrochen. Krankheit ist ausgebrochen. Ich frage mich, ob das mit dem Sturm zusammenhängt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hängt das gerade mit dem Sturm zusammen, dass jetzt hier überall diese Krankheit ausbricht. 5 Fälle haben wir, ne? Aber die sind alle hier, okay. Abbrechen und abbrechen. Aufgabe hinzufügen, dahin. Das vorne scheint alles zusammenzuhängen. Der Sturm sorgt gleichzeitig, also wir haben hier einen kompletten Totalausfall, wie ihr sehen könnt. Das wirkt schon fast so, als sei hier eine Sabotage am Werk. Fast. Wir müssen mal schon Strukturschäden. Wo? Da im Hotel, ist nicht schlimm. Hotel darf Strukturschäden haben. Wir müssen schnellstmöglich den Strom wieder aufsetzen. Das wollen wir vermeiden.
Also wie wär's, wenn sie einfach ihre Gebäude mit dem nötigen Strom. So, Strom haben wir wieder, das ist wichtig, dann können die nämlich nicht so leicht ausbrechen. Das ist enorm wichtig für uns. Du musst, ihr seht schon, es regnet hoch 10. Und blitzt. Und da ist er. Oh mein Gott, der wird hier alles auseinandernehmen. Wie sieht's aus? Ihr seid fast alle drinne. Seht ihr das? Die rennen alle rein. Es dauert natürlich seine Zeit, aber die meisten sind bald da. Gibt's hier irgendwas? Überstehen sie, wenn zu viele Besucher ums Leben kommen? Wow, wie viele sind zu viele? Ihr seht's, da vorne wurde gerade ausgebrochen. Wir brauchen ein neues Team. Ja. Yep. Und das schicken wir dann hier unten hin und, wow. Beeil dich. Wir müssen wahrscheinlich eher hier vorne reparieren. Aber ihr merkt, die meisten sind... Ja, ist okay, dass kein Platz ist. Alter Herr Verwalter. Wir werden hier auch den Helikopter hinzurufen und ihn hier schon mal betäuben. Da vorne ist er durchgebrochen. Wir haben ein riesen Problem. Er ist durchgebrochen. So, wir gehen hier wieder reparieren. Wie sieht's momentan aus? Ihr seid alle eine Bedrohung. Könnt ihr bitte hinne machen? Los, macht schneller. Wow! Wir fliegen auch einfach durch die Luft. Geht klar. So, ihr vorne brecht gerade aus, wie ihr sehen könnt. Die beiden sind beide ausgebrochen. Bitte sagt mir nicht, ihr habt schon jemanden getötet. Nein, ihr seid noch... Noch habt ihr niemanden getötet. Das ist okay. Wir müssen diesen Sturm hier überleben. Ihr seht, er macht alles kaputt. Ohne Ausnahme. Aufgabe hinzufügen. Wir schauen mal... Da soll schon repariert werden, aber wir schicken trotzdem nochmal ihn hier los, weil ich das Gefühl habe, das andere Fahrzeug, das ist halt einfach kaputt. Wie viel hast du betäubt? Wieso betäubst du jetzt... Nein, ich will nicht selber fliegen. Ich möchte, dass du deine Aufträge machst. Oh Gott, ich kann keine neuen Aufträge aufsetzen, weil er keinen Strom hat. Du gehst reparieren. Du gehst... Wieso nicht den hier betäuben? Der ist okay. Du musst Helikopter fliegen. Ich gehe selber betäuben. Das hat keinen Sinn. Das Problem ist nur bei diesem Sturm... Ich komme nicht wirklich gegen den enormen Wind, den wir hier haben, an. Das Betäubungsgefähr habe ich gezückt. Lass mich... Ich möchte hier... Nein. Oh, du... Ah! Okay, ich habe ihn getroffen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Jetzt fängt er aber an zu rennen. Wir haben einen weiteren Zaundefekt. Okay, du bist betäubt. Wo ist der Zaundefekt? Wo ist ein weiterer Zaundefekt? Oh mein Gott, der T-Rex ist ausgebrochen. Ihr seht, es ist alles kaputt. Wir lassen jetzt ihn hier erstmal den hier reparieren. Und du, Helikopter fliegen, musst hier hinten hin und den T-Rex. Aber es hat geklappt. Außerdem müssen wir den guten Ruf unserer Unterhaltungsstandards wiederherstellen. Die hier sind anscheinend auch ausgebrochen. Ort nie wieder so hinkriegen wie er. Oder bitte, ist das zu viel gewesen? Wie alles andere auch. War das zu viel? Ja! Die Mission hat geklappt. Oh mein Gott. Wir haben damit alle Unterhaltungsmissionen fertig. Unglaublich. Sieht ganz so aus, als würden wir uns langsam erholen. Ja. Das hätte ich ohne sie nie hinbekommen. Oh mein Gott, 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 nein! Moment mal, was? Bitte tötet mir nicht meinen T-Rex! Sie von mir verbergen wollen. Ich mag mysteriöse Dinge. Ja, der hat keinen Strom, ne? Was ist hier eigentlich alles kaputt? Nur von der falschen so, Aufgabe hinzufügen. Du musst hier reparieren und da reparieren. Und dich werde ich jetzt fliegen. Ich weiß nicht, ob sie sich als Entertainer gesehen haben, als das alles begann. Doch jetzt sind sie hundertprozentig einer. Die sind alle eingesperrt. Wir haben hier hinten das Problem, dass unsere Stegosaurus meinen, mit dem T-Rex gemeinsam auf Jagd zu gehen. Und ihr seht, wie viele hier hinten sind. Wir müssen auf jeden Fall diesen T-Rex hier wieder unter Kontrolle bringen. Wir haben echt Glück, dass er so spät aus... Komm, flieg. Ah, er weigert sich ein bisschen zu fliegen. So spät ausgebrochen ist. Aber seht ihr, ein T-Rex ist frei. Das ist noch zu tief. Ach komm, der war doch getroffen. Und jagt halt alle. Und zertrampelt sie halt auch einfach. Kann bitte diese... Wir müssen auf die andere Seite fliegen. So, jetzt. Ein, nicht dich wieder. Das Ding ist echt schwer zu lenken, möchte ich anmerken. Ich ziehe zu hoch, wenn ich das mache. Ah, ich habe ihn getroffen. Niedrige Gesundheit, hier wird gerade irgendwer getötet. Oh mein Gott. Die zerstören mir meinen ganzen Park. So, du bist wieder bereit zu fliegen.
Jetzt gehst du mir einfach alles betäuben, ja? Alles. Und hör auf, den einen zu betäuben, der ist mir voll egal. Du nicht. Aufgabe hinzufügen. So, du wirst betäubt. Dann wirst du noch betäubt. Ja, von mir aus. Ist mir gerade egal, was die anderen Missionen so sagen. So, du musst jetzt hier erstmal alles reparieren gehen. Mir ist es voll egal. Du gehst das reparieren, das reparieren. Du gehst das und... Achso, weil das große Kraftwerk gerade repariert wurde. Ich wollte schon sagen. Ihr seid alle eingesperrt, das ist sehr gut. Das sind nämlich auch nochmal wieder ein paar Fleischfresser von mir. Die sind halt komplett am Austicken. So, wo ist der T-Rex? Da ist der T-Rex. Gefahr für Dex. Okay. Du wirst gerade betäubt, das ist schön. Dann können wir direkt weitergehen und hier den da betäuben. So, und wir hatten hier jetzt eine niedrige... Ja, super. Es gibt so viele Probleme, dass ich mir nicht anzeigen lassen kann, wer eine niedrige Gesundheit hat. Das ist natürlich top. Könnt ihr halt hier schauen? Ich denke... Ja. Wir müssen katastrophal viel gerade ausgeben. Das kann ich aber gut verstehen. So, du hast jetzt hier hinten alle, die frei rumlaufen, betäubt. Das ist sehr gut. Hier seid ihr ausgebrochen. Ne? Das heißt, du kannst auch nachher dort reparieren gehen. Aufgabe hinzufügen. Den kannst du auch betäuben. Da liegt auch jemand rum. Das Problem ist halt, deren Geborgenheit ist richtig mies. So, du gehst hier vorne reparieren. Dann kannst du das und das auch noch reparieren. Irgendwer gerade, du machst gerade nichts, dann gehst du hier das hier reparieren und das und... Oh! Ah, hier stirbt gerade jemand an Tuberkulose. Du gehst bitte hier heilen. Der arme Junge stirbt. Daher kam das, dass jemand krank war. Ihr seht, die meisten Sachen hören auf, japanisch zu blinken. Schwer. So... Also absolutes Chaos trifft es sehr, sehr gut. Wir werden mal beim Helikoptertypen hier ein paar Upgrades reinbauen, das ist ja schlimm. Machen wir einfach ACU-Planung, dann kann ich alle einen Auftrag geben und dann passt das. Wir können auch einmal noch Nachladegeschwindigkeit und einmal Treffersicherheit reinpacken. So, dann müssten wir jetzt aber bei ihm hier Aufgaben hinzufügen, die restlichen hinzufügen können. Den da musst du auch noch betäuben. Wie finde ich irgendwo irgendeiner rum? Du bist betäubt. Okay, Aufgabe hinzu. Den da kannst du auch noch betäuben. Versuchen die jetzt alle wieder hier? Wow, wo bist du denn bitte sehr? Die sind an und für sich nicht böse, ja? Das Problem ist halt nur wirklich, dass sie hier rumlaufen. So, das ist okay. Die sind alle ungefähr in einem Gebiet und dann wird er hier noch betäubt. Und dann müssen wir tatsächlich auf der Karte gucken, wen wir wieder wo reinpacken. Du kannst auf jeden Fall... wieder hierhin zurück transportiert werden. Oh, komplettes Chaos. Wir holen uns hier die Wissenschaft. Dann können wir nämlich bald die Wissenschaftsmission machen. Ja, wir haben gerade keine Aufträge mehr. Du bist auf 100%. Langsam kehrt wieder hier Ruhe ein, was ich auch sehr begrüße. Wirklich sehr begrüße. Oh Gott, das war jetzt echt nicht angenehm. Was die Dinos da jetzt angestellt haben, nicht cool. Hier vorne ist immer noch ein Teil kaputt. Kannst hier vorne reparieren gehen. Da kann man es auch machen. Ich glaube, hier gibt es keine Tür. Ja, da gibt es keine Tür. Kann ich also direkt mal eine einbauen. So. Ah ja, wir können die Leute wieder freilassen, ne? Also würde ich sagen. So, du betäubst noch die letzten? Ja. Gut, dann haben wir sehr, sehr viele
Boah, du läufst halt hier einfach rum. Oh, okay. Sehr, sehr viele Dinos noch. Zwei sind noch eine Bedrohung für Gäste. Ich hoffe, dass hier in dem Gehege keine Gäste reingelaufen sind, sonst haben wir... Lauf die bitte wieder raus. Kommt schon, raus hier. Viel entspannt hier rausgehen, ne? Wir müssen nachher eine Zeit lang die Tür aufhalten. Weil er geht jetzt reparieren und ich glaube, bis dahin haben es noch nicht alle rausgeschafft. Ja. Da ist die Tür zu. Wir gehen hier hinten die Tür einfach öffnen. Der T-Rex ist eh noch nicht drin. Und das Kraftwerk hat einen Stromausfall. Warum auch immer, können die trotzdem fahren. Okay. Haben wir jetzt bald alle. Ich möchte den Auftrag. Okay, Expedition zu einer Grabungsstätte wird auf jeden Fall jetzt gleich abgeschlossen. Okay. Langsam hat sich der Park wieder beruhigt. Ihr seht's, bis auf er sind alle beruhigt. Wir müssen jetzt tatsächlich mal überlegen. Sind die meisten hier raus? Wie gemächlich die rauslaufen. So, ja. Niedrige Gesundheit? Wer hat eine niedrige Gesundheit? Ah, wieder niemand. Expedition abgeschlossen. Du wirst gerade betäubt. Wir können auf jeden Fall hier mal die beiden Großen hier wieder zurückpacken. Und zwar... Wo ist mein Brachiosaurus? Der war doch hier irgendwo. Da. So, du kommst hier wieder rein. Und mein T-Rex kommt hier auch wieder ins Gehege. So, dann haben wir die. Wisst ihr, wer hier eine niedrige Gesundheit hat? Ich nicht. Irgendwer hat's aber. Irgendwer von denen, die betäubt sind. Ach, du hast Hunger. Okay. War der, das war der wahrscheinlich, der Ewigkeiten draußen rumlag. Alles gut, der darf auch Hunger haben. Kann ich absolut nachvollziehen. Hat auch eine Zeit lang gedauert, dieses Chaos wieder zu kriegen. Und stell mal vor, das wäre in einem echten Park passiert. Der hättet ihr vergessen können, der hätte dich gemacht. Den haben wir jetzt auf langsam auf 100%. Das ist natürlich richtig toll. Selbst wenn wir noch kein einziges Mal im Park haben. Aber ihr kennt das ja, wir haben viel mehr Dinos als die, die wir im Park haben. Schauen wir mal hier lang, ob wir hier... da ist jemand nicht auf 100%. Das will ich nicht. Also, ihr seid 1, 2, 3, 4, 5, die betäubt sind. Wo ist eigentlich mein Todoro-Fihi? Da oben. Da hatten wir schon mitbekommen, dass der sich gar nicht wohlfühlt. Wir werden ihn jetzt hier töten lassen, weil anscheinend mein T-Rex sehr faul ist. Ihr seid alle wieder im Gehege. Ich hoffe, hier sind alle... Ist das euer Ernst? Ihr geht ins Gehege rein? Neuer Tag, neue Show, neuer Auftrag. Damit habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Wir können das hier abbrechen. Das macht keinen Sinn, den zu machen. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Geld. So, jetzt müssen wir mal langsam weitermachen. Jeder Tag ist aufregender als der letzte. Wie viele von euch kann ich hier reinsetzen? 12 Stück. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt hier, Erfolgsrate ist drin, mehr Dilophosaurus versuchen reinzusetzen. Ja, weil wir ja, da sind sie. Dilophosaurus kostet viel, ist auch nicht sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass es überlebt. Aber ist mir egal, er wird jetzt hier reingesetzt. So, meine Überlegung war, dieses grässliche Ding hier abzubrechen und dort ein vernünftiges Gehege rauszubauen, weil, was zum Henker soll das hier sein? Und dann was Schönes daraus zu machen, ne? Wir haben gerade eh hier keinen Dino, der hier unbedingt jetzt rein möchte, deswegen machen wir jetzt mal was Hübsches hier raus, das Essen brechen wir mal auch kurz ab, so und so. Dann können wir mal schauen. Erstmal bauen wir jetzt hier noch den Weg, dass er... Wir machen den mal ein bisschen weiter außen. Wiege. Warte, ich breche mal den alten Weg ab, um da besser bauen zu können. Naja, nicht verbunden, ich weiß. Den da hinten können wir auch wegmachen. Dann machen wir jetzt hier einmal schön den Weg, einmal außen lang. So ist das erstmal okay. Dich werden wir natürlich auch noch mit verbinden. So. Passt schon, sieht scheiße aus. Ist nicht so schön. Dann können wir hier wahrscheinlich so ein langgezogenes, hübsches Gehege irgendwie schon noch hinbauen. Also. Wir müssen hier mal eben kurz was verkaufen, sonst können die nicht abliefern. Da haben wir jetzt gleich ein Genom.
Ja, das kann ich verkaufen. Den habe ich nämlich auf 100%, somit auf 60%. Und somit dieser einen Auftrag, den ich da habe, fertig. Der sollte auch gleich auf 100% sein. Wir schauen mal kurz, ob wir Neues hier annehmen können. Ja, können wir. Wieder von der Wissenschaft. Die Wissenschaftsabteilung hat etwas, das sie sich ansehen sollten. Gewinne pro Minute, das kriegen wir gleich hin, wenn die Klagen ein bisschen runtergehen. Glaube ich. Ja. Gehe ich stark von aus. So. Die drei suchen wir jetzt. Mir gefällt ihre Arbeitsweise. Weißt du, wir haben schon fast. Effizient und zielstrebig. Sie erinnern mich an mich. Also, gut gemacht. Das hier werden wir abbrechen. Danken, aber dann könnte ich mir gleich wir müssen ja auch noch irgendwann das hübsch machen. So, ihr seid okay. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Darf ich hier noch ein bisschen den Platz wegnehmen? Für euch geht das klar. Hungrig? Das Futter gibt es aber. Okay, ich kann hier ein bisschen Platz wegnehmen. Das ist gut. Denn, ich hätte gerne hier so ein... Ja, nicht so rum. So, kleines bisschen. Dann habe ich nämlich hier diese Ecke mehr, die ich am Platz habe. Die Tür war offen. Ich habe vergessen, die Tür wieder zuzumachen. Ja gut, okay. Haben jetzt langsam alle Gäste es geschafft, rauszukommen? Leute, es sind halt immer noch Gäste drin. Wir machen die Tür zu. Mir jetzt egal. Sorgen jetzt dafür, dass der T-Rex gleich wieder reinkommt und dann, ja. So. Hier vorne könnten wir theoretisch eine Geosphäre reinpacken. Ne? Wir werden jetzt aber erstmal hier komplett das Wasser wegmachen, was es hier gibt. Und den Wald wegmachen. Damit ich hier ein bisschen Überblick habe, wie das Gehege denn hier tatsächlicherweise aussieht. Wieso ist jetzt die Gesundheit wieder... Ah, wahrscheinlich der Todorosaurus, den wir in dem einen Gehege drin hatten. So sieht das hier in Karl aus. Da liegt noch ein Dino rum. Den schnappen wir uns natürlich auch noch gleich. Da kann ich warum auch immer nicht weiter wegmachen. Wir haben einen toten Dino. Ich weiß schon, wo er liegt. Was? Nein. Mein T-Rex hat einen von den Stegosaurus getötet. Ups. Ups. Das ist jetzt doof. So, der muss abgeholt werden und der muss abgeholt werden. Wow. Du hast es nicht geschafft, aber einen haben wir. Das heißt, ihn hier können wir aber freilassen. Das war mal eine Folge. War jetzt nicht so schön für mich. Alles in einem. Ja. Dieser Auftrag ist etwas ganz Besonderes. Und ich kenne jemanden, für den er wie gemacht ist. Erraten Sie, wen ich meine? Ja, für mich natürlich. Madame, super toll. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Reg mich jetzt ein bisschen auf. Weil jetzt haben wir nur vier von denen, obwohl haben wir nicht hier von denen sechs drin? Ja, haben wir, dann können wir einen drüber transportieren. Ich habe nur Gutes über Ihre Expedition so gehört. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hiermit Schluss. Und mich. Wir nehmen dann in der nächsten Folge hier die Wissenschaftsmission an. Und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß noch und bis denn.